Muss ich mal gerade gucken. Ja, es ist jetzt die für heute letzte Kategorie, ist die Kategorie Wirtschaft und die Laudatio hält Padelun vom Föbot. Herzlich willkommen, Padelun. Der Big Brother Award in der Kategorie Wirtschaft geht an Markus Handkammer, den vertretungsberechtigten Geschäftsführer der Firma Britta GmbH. Und zwar für das System School Water. 2 Stunden lang quälen wir Sie, unser Publikum, während der Verleihungsgala der Big Brother Awards mit erschreckenden Texten, Fakten und Ungeheuerlichkeiten. Von leider nur wenig Musik und wenig Kultur aufgelockerten Einlagen jagt eine Schreckensmeldung die nächste. Kaum denkt man, schlimmer ginge es nicht mehr, zack, hauen wir Ihnen schon wieder die nächsten Fakten um die Ohren. Das kann einem schon den Hals zuschnüren. Wie gerne, denken Sie vielleicht, würde man das ein oder andere empörte Räuspern mit einem Schluck Wasser runterspülen. Und da sind wir schon beim Thema. Wir haben bei der Planung der diesjährigen Big Brother Awards die Frage diskutiert, ob wir unserem Publikum hier vor Ort, das sind immerhin so 300 bis 400 Menschen, eine kleine Erfrischung anbieten wollen. Nichts Großes, so ein Becherchen Wasser halt, zum leichteren Runterschlucken der Empörung. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Leitungswasser ist in Deutschland in wirklich hervorragender Qualität vorhanden. Es kommt aus dem Wasserhahn und schmeckt, zumindest hier in Bielefeld, ausgezeichnet. Bei unseren Planungsbesprechungen waren auch alle dafür, die Hände sagten, gingen alle hoch, ja, ja, ein Besserchen Wasser für unsere Besucherinnen und Besucher, das soll drin sein. Und Sie fragen sich jetzt sicherlich, wo ist es denn, das Becherchen mit Wasser, außer hier bei mir, ich darf trinken, ja. Sie brauchen sich auch nicht zu bücken, es ist auch nicht unter Ihrem Sitz, nein, denn es gab da leider viele Sachen zu bedenken. Auch wenn Leitungswasser so viel jetzt nicht kostet, ist das immerhin doch ein Kostenfaktor. Stellen Sie sich vor, 300, 400 Leute trinken Wasser auf Kosten des Föbot. Kosten, die der Föbot durch Spendengelder erst noch hart einwerben muss. Und es steht die Frage im Raum, ist das überhaupt eine zweckgemäße Verwendung von Spendengeldern, die in den Aufbau einer digital vernetzten, lebenswerten Welt eigentlich fließen sollten? Viele solche Fragen galt es zu klären, ich will das nicht allzu weit ausführen, bevor wir zur Wasserfrage entscheiden konnten. Und um es kurz zu machen, während der Big Brother Awards können wir Ihnen leider kein kostenloses Wasser anbieten. Und falls Sie infolge des Wassermangels jetzt dehydriert vom Stuhl fallen, sind wir aus Haftungs- und Kostengründen gezwungen, einen Notarzt zu rufen, damit der Ihnen ein paar Schlucke Notfallwasser einflößt, statt dass wir Ihnen selbst ein Becherchen mit Wasser reichen. Und wenn man so eine Nerd-Paranoia weiterdenkt, gibt es für unkontrollierbare Elemente wie fließendes Wasser aus unbeobachteten und quasi nicht privatisierten Kränen nur eine angemessene Reaktion: kostenpflichtige Leitungswasserautomaten. Eine der modernen Ideen wäre, eine Wasserflatrate anzubieten. Sie könnten also für 6 Euro ein leeres Fläschchen zum Wasserzapfen kaufen und legten dann noch 1 Euro Tageswasserflatrate hinzu. Also 1 Euro bezahlt, ganzen Tag Wasser zapfen. Könnten Sie dann so viel, wie Sie wollen, also trinken. Aber stopp, im Zeitalter des Internets haben wir ja gelernt, dass Flatrates nie so richtige Flatrates sind. Um Missbrauch zu verhindern, würden Sie also nur alle 10 Minuten Wasser zapfen können. Nicht, dass Sie noch anfangen, mit dem Flatrate-Wasser bedürftige Mitbürger, die nicht bezahlt haben, zu versorgen, noch schnell mal Ihre Unterwäsche vielleicht auswaschen oder sich einen kleinen Vorrat mit nach Hause nehmen. Und wie wir das bei der allgemeinen Personalknappheit, also so viele Ehrenamtliche haben wir dann ja doch nicht, kontrollieren wollen, dass sie nur alle maximal 10 Minuten Wasser zapfen. Na, wir sind schließlich ein Verein, der sich mit Technik auf Augenhöhe bewegt. Und in den Fläschchen, die wir ihnen verkauft hätten, wäre ein kleiner RFID-Schnüffelchip eingebaut. Im Wasserzapfgerät wiederum wäre ein Lesegerät untergebracht, das den Chip in Ihrer Flasche erkennt, prüft, ob Sie Ihren Flatrate-Euro bezahlt haben und Ihnen nur dann Wasser ausgäbe, wenn bereits 10 Minuten, seit Sie das letzte Mal Wasser gezapft haben,
vergangen wären. Also Schummeln gibt's da nicht, liebe Leute. Sie ahnen schon, so eine komplexe Technologie, um ein paar Becherchen mit Wasser zu verteilen, da bräuchte auch der Phöbo tatkräftige Hilfe durch die freie Wirtschaft. Und wir haben tatsächlich eine Firma ausfindig gemacht, die entsprechende Trinkwasserverteilstationen aufstellt, an die städtische Wasserleitung anschließt, die mit Schnüffelchip bestückten Fläschchen liefert, zweimal im Jahr die Wartung übernimmt, die Gelder für die Wasserflatrate einsammelt und die Wasserfläschchen freischaltet. Die schreiben Sie auch an, wenn Ihre Wasserflatrate abgelaufen ist und Sie wieder einen Euro bezahlen müssen. Schließlich haben die wegen des Zahlungsverkehrs ja auch Ihre Adresse und erinnern Sie rechtzeitig an die nächste zu leistende Zahlung. Die Firma heißt Britta. Die kennen Sie von den Wasserfiltern her, die man in jedem Supermarkt kaufen kann. Und die ist seit Anfang des Jahres 2012 durch Zukauf Inhaberin der Firma Britta Ionox GmbH geworden. Und jetzt werden wir mal wieder ernst. Die stellt natürlich ihre Wasserspender nicht bei den Big Brother Awards auf, sondern in Schulen. Das zugehörige Marketingprojekt nennt sich School Water. Es gilt also, Schulen zu finden und eine oder mehrere Zapfstationen aufzustellen, damit die Kinder statt süßem Blubberlutsch zukünftig Wasser trinken. Das Wasser ruhig auf Wunsch mit Blubber, aber eben ohne Lutsch. Also Süßkram. Das Wort ist von Erika Fuchs, also wäre das schon mal ein wunderschönes Wort hier. Donald Duck wird Blubberlutsch-süchtig, schöner Comic hier. Manchmal werden auch noch Sponsoren für die Fläschchen gesucht. Dann prangt schon mal Werbung für eine Diskothek auf den Behältern und auf dem TFT-Display der Zapfstation. Ich habe dann nach dieser Disco gegoogelt und das Einzige, was ich gefunden habe, waren Meldungen über Schlägereien. Ja, also, ja. Ansonsten könnten die Fläschchen samt integrierten RFID-Chip für 3 bis 6 Euro gekauft werden. Die Eltern schließen online einen Vertrag über die Wasserflatrate ab, die Firma kassiert, sendet ein Fläschchen mit dem integrierten RFID-Schnüffelchip zu und schaltet die Nummer des in der Flasche integrierten RFID-Chips frei. Ab dann kann Wasser gezapft und dank Sondergenehmigung auch im Unterricht getrunken werden. Was übrigens sicher gesund ist, das bezweifle ich nicht und es fördert auch die Konzentration, keine Frage. Aber wir möchten noch einmal darauf hinweisen, Wasser zapfen, leer trinken, nochmal zapfen, so einfach geht das nicht. Denn der RFID-Mechanismus schaltet die Flasche erst nach 10 Minuten wieder frei, um neu Wasser abfüllen zu können. Da kann die kleine oder große Pause schon vorbei sein. Bedenken hinsichtlich der verwendeten RFID-Chips habe es auf Seiten der Eltern und der Schulvertreter nicht gegeben, sagte Oliver Meyer, Geschäftsführer von Britta Ionox, im Interview mit der Fachzeitschrift RFID im Blick. Das ist auch überhaupt nicht verwunderlich, dass die das nicht komisch finden, weil in den Informationsbroschüren und auf der Website von School Water findet man das Wort RFID genau gar kein Mal. Das steht da nämlich nicht. Es gibt keinerlei Hinweise auf die kleinen, gemeinen Schnüffelchips. Dies erfahren Papa und Mama Bär nur, wenn sie die Fachblätter zu RFID abonniert haben sollten oder gezielt die Fachinformationsseiten der RFID-Lobby im Internet besuchen. Wir als Jury der Big Brother Awards sehen hier fatale Entwicklungen und Verfestigungen. Hier ist wieder mal ein Projekt, das dazu führt, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene RFID-Chips bei sich tragen. Wieder ein Projekt, das dazu führt, dass Daten von Schülerinnen und Schülern und deren Eltern außerhalb des Schutzraums Schule bei Firmen anfallen. Jetzt brauche ich mal einen Schluck Wasser. Wieder ein Projekt, das dazu führt, dass Unternehmen einen profitorientierten Fuß in die Schultür stellen. Wieder ein Projekt, das Schulen verkommerzialisiert, transparent macht für Profitinteresse, wo Sponsorenlogos in Schulen Verbreitung finden. Wie sagte schon der Kabarettist Volker Pispers, ich hoffe, er verzeiht mir, dass ich das Zitat hier bringe. Jeder kann frei wählen. Schicke ich mein Kind auf die Aldi-Gesamtschule, auf das Benetton-Gymnasium oder auf das Kelloggs-Kolleg? Ja, Sie lachen jetzt. Realschulen gibt's schon. Ja. Danke, lieber Volker Pispers, für dieses schöne Bonmot. Ja, und es gibt noch einen Aspekt, auf den wir hinweisen möchten. Es gibt weltweit Bestrebungen, Wasser zu privatisieren und damit zu kommerzialisieren.
Im Jahr 2010 erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen Wasserversorgung zum Menschenrecht. Die Wasserversorgung als Menschenrecht bezieht mit ein, dass das Wasser sauber ist und man nicht krank wird, wenn man es trinkt, sowie das Vorhandensein eines Zugangs zu Wasser. Stattdessen versuchen Unternehmen nun, Wasser zu einem teuren Gut umzugestalten. Ein Menschenrecht soll zur kostenpflichtigen Dienstleistung degradiert und kommerzialisiert werden. Und was lernen Kinder und junge Erwachsene, wenn sie sich solch einer paternalistischen, also bevormundenden Technik ausgeliefert fühlen? Sie lernen: A, für mein Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser muss ich bezahlen. B, auch wenn ich viel habe, darf ich meinen bedürftigen Mitmenschen nichts davon abgeben. C, Mama, Papa und die Lehrer finden es völlig in Ordnung, wenn Menschen und damit auch ich durch Überwachungstechnik drangsaliert und entmündigt werde. Nein, das ist nicht in Ordnung. Und das sollten Menschen eigentlich bemerken. Wenn jemand anfängt, Grundrechte zu verkommerzialisieren, dann muss jemand kommen und Einhalt gebieten. Aus einer Schule oder genauer von den Eltern zwischen 10.000 bis 30.000 Euro jährlich herauszupressen, damit Kinder ein Schlückchen Wasser trinken können, das muss nicht sein. Und das darf auch nicht sein. Hier braucht es andere Koordinierungsmaßnahmen oder Ideen. Und ich bin sicher, richtigen Menschen fällt da jede Menge Besseres ein als kleingeistige, paternalistische Überwachungsmaschinen in Schulen aufzustellen. Für Sie, die Sie jetzt immer noch dürstend vor mir sitzen und lauschen, zeigt sich, denn uns ist natürlich was Besseres eingefallen, ein Silberstreif am Horizont. Wir nähern uns nämlich dem Ende der diesjährigen Verleihungsgala der Big Brother Awards, die wir gleich nicht mit einem Becherchen Wasser, sondern mit einem Gläschen Sekt und wahlweise Orangensaft abschließen werden. Und um die Diskussion, um die Kosten vom Anfang mal aufzugreifen und abzuschließen, wir haben uns gesagt, das muss einfach sein. Falls unser Preisträger Herr Handkammer anwesend ist, ist er auch zum kostenlosen Glas Sekt eingeladen. Herr Handkammer, trinken Sie gerne auch ein zweites Glas Sekt. Wir zählen das nicht. Herzlichen Glückwunsch aber zum Big Brother Award. Firma Britta, Herr Handkammer. Vielen Dank. Ja, die Anfrage war schon da. Herr Handkammer ist nicht da, gehe ich mal davon aus. Okay, ja gut, dann möchte ich jetzt zum Schluss noch zwei, drei Hinweise geben. Die Kurzbegründungen zu den Preisträgern, die gibt es übrigens am Ausgang gleich, wenn Sie mitgehen. Bleiben Sie noch, es gibt ja Sekt und Orangensaft. Gleich spielen nochmal Linda, Phil und Sönke für Sie. Und wenn Sie dann gleich ein Gläschen Sekt schlürfen, dürfen Sie auch gerne mal beim Föbo-Shop dort hinten vorbeischauen, dürfen auch was einkaufen, wenn Sie wollen. Ja, Sie dürfen auch noch spenden, wenn Sie wollen. Gleich werden die Stühle ein bisschen gerückt. Und jetzt möchte ich doch mal Ihnen zeigen, dass Föbot doch eine ganze Menge Mitarbeiter hat. Und die möchte ich jetzt alle mal hier auf die Bühne bitten. Die ganzen Mitarbeiter von Föbot, die hier beim Big Brother Award hier die ganze Arbeit gemacht haben. Das sind eine ganze Menge. Ich trete mal dezent zur Seite. Ah, Sie müssen ein bisschen ausdauernder klatschen. Da kommen noch einige. Ohne Sie wäre diese ganze Arbeit und auch diese Preisverleihung heute überhaupt nicht möglich. Recht herzlichen Dank. Und ich möchte jetzt vorne noch dazu bitten, die Mitglieder der Jury, damit wir ein schönes, buntes Abschlussbild haben. Das sind die Macher vom Big Brother Award 2012. Und das war sie dann auch, die Big Brother Award-Verleihung Deutschland 2012. Recht herzlichen Dank an alle Beteiligten und allen noch einen schönen Abend.